Herr Günther, Sie waren anfangs gegen eine Impfpflicht. Morgen gibt es die Orientierungsdebatte. Und sind jetzt konsequent dafür oder dazwischen? Nee, konsequent dafür. Ich finde das auch gut, dass der österreichische Weg... Durchgehend ab 18 für alle? Genau. Halte ich auch für richtig, das zu machen. Und würde mir auch wünschen, dass wir da wirklich schneller vorankommen. Ich kann auch nicht verstehen, warum da die Bundespolitik, finde ich, ein bisschen hasenfüßig im Moment vorgeht. Denn wenn ich mir angucke, mit welcher Selbstverständlichkeit wir Grundrechtseingriffe im Moment auch noch machen gegenüber geboosterten Menschen und wie schwer sich der Bund tut, damit sozusagen hier einen Grundrechtseingriff, der ja auch hier stattfindet, zu rechtfertigen, verstehe ich überhaupt nicht. Und weil Sie ja vorhin nach Führung gefragt haben und Friedrich Merz kritisiert haben, würde ich jetzt mal sagen, der Bundeskanzler bekleckert sich da auch nicht mit Ruhm bei dem Thema. Da würde ich mir schon ein anderes Vorgehen wünschen. Henrik Wüst, CDU-Mann, empfiehlt sozusagen mit dem Kanzler gemeinsam, also Ihr Mann, abzustimmen für eine Impfpflicht. Ja, genau. Die brauchen wir auch. Der Bundeskanzler muss auch darüber abstimmen. Also Sie sind dann sozusagen, stellen sich auf die Seite der SPD und des Kanzlers in dem Fall. Für die Impfpflicht? Ja. Naja, das ist ja eine Meinung, die ich auch als CDU-Mann immer vertrete und die alle CDU- oder Unionsministerpräsidenten ja bisher auch öffentlich vertreten haben. Und ich finde, die muss auch definitiv kommen, weil das der einzige Weg ist, sozusagen auch dauerhaft Grundrechtseinschränkungen in anderen Bereichen zu ersetzen. Ja. Und ich finde es auch absolut richtig. Ich habe manchmal das Gefühl, man traut sich sozusagen nicht, sich sozusagen dann auch mit Leuten anzulegen und nimmt lieber in Kauf. Ja. Dass man Grundrechte von Menschen einschränkt, die sich eben nicht dagegen wehren und die sozusagen staatstragend auch in dieser Pandemie auch mitmachen. Und von daher finde ich, muss man da auch mutig sein, den Weg gehen. Und ich wünsche mir, dass es so schnell wie möglich kommt. Aber es muss eben auch kommen. Man hat halt Leuten vorher was anderes versprochen, ne? Das ist der Punkt. Naja, ich finde, das kann man uns auch vorwerfen als Politik, dass wir diese Kommunikation nicht gut gemacht haben. Aber ich finde, man muss auch Politik zubilligen, dass in einer Pandemie, wo sich einfach Parameter verändern, man eben auch andere Maßnahmen ergreifen muss. Ich meine, seien wir ehrlich, das ist ja nicht nur die Politik gewesen, sondern auch aus Teilen der Wissenschaft war ja die Einschätzung, dass eine niedrigere Impfquote schon ausreichen kann, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und da hat sich einfach Wissenschaft auch durch Erkenntnisgewinn weiterentwickelt. Und heute wissen wir, dass eine Impfquote von 60-70% eben nicht ausreichend ist, um diese Pandemie dauerhaft im Griff zu haben. Das heißt, wir müssen höher kommen. Ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, in Schleswig-Holstein ist das eigentlich kein Problem. Wir haben eine Impfquote in der Höhe von Dänemark. Wir sind eigentlich sozusagen so gut davor, dass wir jetzt die Pflicht gar nicht brauchen. Aber auch ich sage natürlich, wir können ja nicht, wenn denn fortgesetzt immer wieder Auffrischungsimpfungen notwendig sein sollten, jedes Darüber Mal reden wieder, wir gleich noch. Ja, aber man muss dann ja jedes Mal appellieren und danach den Leuten damit drohen, wenn ihr euch jetzt nicht alle impfen lasst, müssen wir wieder Einschränkungen machen. Und den Weg halte ich für falsch. Boris Palmer ist da noch radikaler und sagt, wir sollten einfach alle Regeln abschaffen, alle Maßnahmen aufheben. Es gibt nur eine einzige Maßnahme und die heißt Impfpflicht. Was heißt das? Ja, ich will das noch mal begründen. Wir haben ja jetzt nicht nur den Rationierungsbeschluss für die PCR-Tests, sondern wir haben auch die völlige Überlastung Gesundheitsämter. Faktisch wird die Kontaktverfolgung nicht mehr wirklich durchgeführt. Waren früher zentrale Elemente der Pandemiekontrolle. Heute hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg die 2G-Regel für den Einzelhandel verworfen. Die ist jetzt weg, gilt seit heute nicht mehr. Bayern. Haben andere Verwaltungsgerichtshöfe auch gemacht. Nach meiner Wahrnehmung sind es Anzeichen für das Ende der bisherigen Pandemiestrategie. Die funktioniert so nicht mehr, mit diesen immensen Fallzahlen sowieso nicht. Wir brauchen was anderes als eine immer weiter durchbürokratisierte Einzelfallregelung, die absurde Auswüchse erzeugt. Wenn Sie Fitnessstudios die Regeln in Bayern mit NRW vergleichen, stellen Sie fest, es ist immer so, das, was in Bayern erlaubt ist, ist in NRW verboten und umgekehrt. Versteht kein Mensch mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Schnauze voll. Ich will jetzt nicht noch viele Jahre mit diesen Bürokratismen gequält werden. Ich habe Unternehmer in der Stadt, die wollen was schaffen. Ich will auch nicht dauernd Verbote verwalten und überall ins Ordnungsamt reinschicken. Wir brauchen jetzt eine andere Lösung. Und ich bin der Meinung, dass wir die haben. Die Impfpflicht, Herr Streeck kann das besser erklären als ich, aber die Impfpflicht würde ja eine Grundimmunisierung der Bevölkerung sicherstellen. Alle sind zumindest mal zweimal geimpft. Und dann sind nach allem, was wir jetzt sehen, die Krankenhäuser sicher. Dann gibt es keine Überlastung mehr der kritischen Infrastruktur und dann gibt es auch keinen Grund mehr für diese ganzen Grundrechtseingriffe. Und deswegen finde ich es absolut logisch und schlüssig zu sagen,
Wir tauschen alle alten Regeln ein, vergessen die, sind eh viel zu kompliziert und unverständlich und ineffektiv und werden von Gerichten verworfen und ersetzen sie durch eine einzige neue Regel. Alle müssen geimpft sein. Versteht jeder und dann wird es auch passieren. Wie oft geimpft sein? Ich mache noch einen, das ist immer vielleicht ein bisschen Unterschied, ich mache noch einen Unterschied. Ich glaube, es kann nur um die Grundimmunisierung gehen, also 2, maximal 3 Impfungen, weil dann ist der Schutz vor Hospitalisierung da. 80-90% Hospitalisierungsschutz hat man mit der Grundimmunisierung, nach allem, was wir wissen. Und ich würde auch sagen, der Antrag, den heute eine Gruppe mit dem Abgeordneten Janicek eingereicht hat, nämlich Impfpflicht ab 50, auch Frau Brinkmann, die oft bei Ihnen sitzt, sagt ab 50, ist der richtige. Warum? Weil 90% der Krankenhauspatienten mit Corona älter als 50 sind. Unter 50 kommt es fast nicht vor. Und unter 50 dreht sich auch die persönliche Bilanz um. Da werden die Nebenwirkungen im Verhältnis zur Schutzwirkung immer wichtiger, weil die Schutzwirkung immer geringer wird. Mhm. 20-Jährige kommen wegen Corona halt meistens nirgendwo hin. Die 10-Jährigen merken es oft gar nicht, dass sie eine Infektion haben. Wenn man keinen PCR hätte, würde man nie merken, dass die Kinder überhaupt was haben. Und deswegen glaube ich, das wäre richtig, Impfpflicht möglichst schnell für die über 50-Jährigen 2 bis 3 Mal. Und wenn die Impfpflicht gewirkt hat, das wäre in 2 Monaten nach meiner Überzeugung machbar, alle anderen Regeln weg und dann wieder normal leben. Und wer sich nicht impfen lässt, wird wie sanktioniert? Der österreichische Weg ist pragmatisch, gefällt mir ohnehin. Pragmatische Lösungen sind kommunale Lösungen. So habe ich vor einem Jahr als Oberbürgermeister die ersten Öffnungsschritte mit Tests gemacht. Übrigens, das hat mich jetzt sehr bestätigt, was Herr Strege über die Qualität der Tests gesagt hat. Ich wurde damals diffamiert. Lisa Federle wurde es schwer angegriffen, wie riskant es sei, nur mit Schnelltests die Leute einkaufen zu lassen. Heute wissen wir, das geht völlig problemlos. Pragmatisch handeln, was tun. Wer was erreichen will, der findet eine Lösung. Wer es verhindern will, findet ein Problem. Und das gilt auch für die ganzen Leute, die jetzt sagen, Deutschland sei nicht in der Lage, eine Impfpflicht umzusetzen. Ich finde ja eigentlich das deprimierend, dass wir das alle glauben, dass wir uns so gefesselt haben mit Bürokratismen, dass wir so eine einfache Sache wie eine Impfpflicht durchzusetzen nicht mehr können. Ich verspreche Ihnen, die deutschen Kommunen können das. Wenn man es nicht so macht wie Österreich mit Zufallskontrollen durch die Polizei, gibt es einen einfachen Weg. Wenn ich möchte, drücke ich auf den Knopf und bekomme das gesamte Einwohnermelderegister auf Kuverts aufgedruckt. Kann ich morgen machen, dann werden alle Menschen angeschrieben in Tübingen. Da ist ein Brief drin. Es gibt jetzt eine Impfpflicht. Bis in 4 Wochen benötige ich Ihren Impfnachweis. Wenn nicht, leiten wir ein Bußgeldverfahren ein. Das machen wir mit Verkehrsverstößen. 140.000 im Jahr verfolgt die Stadt Tübingen alleine bei 90.000 Einwohnern. Okay. Wenn da jetzt 5.000 Verstöße wegen Impfpflicht dazukommen, da brauche ich noch nicht mal Personal einstellen. Also das sind Ausflüchte. Deutschland kann auch eine Impfpflicht umsetzen, wenn man es möchte. Man sollte nicht diese Nebenkriegsschauplatzdebatte zu sehr belasten. Es geht nicht um die Frage, ob es machbar ist. Es ist machbar, es ist umsetzbar, es ist durchsetzbar. Es geht um die politische Frage, ob man den Willen aufbringt, denen, die sich renitent dagegen wehren, die dagegen demonstrieren, zu sagen, das ist keine private Entscheidung mehr, sondern eine Pflicht. Und da bin ich wahrscheinlich noch konservativer als Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz. Ich habe eine Vorstellung von staatsbürgerlichen Pflichten. Für mich ist Pflichterfüllung eine Tugend. Und wenn ich weiß, dass entweder die Krankenhäuser eine Überlastung, das Personal nicht da ist, die Patienten nicht behandeln können, andere wegen meiner Impfverweigerung ihren Herzinfarkt nicht behandeln können oder Schulen schließen müssen, dann fühle ich mich verpflichtet, mich impfen zu lassen, ob es mir was bringt oder nicht. Und diese Pflichterfüllung, die muss jetzt meiner Meinung nach auch mal klar in ein Gesetz geschrieben werden. Mein Vorschlag, wie gesagt, 2 bis 3 Mal. Und die über 50-Jährigen, dann kommen wir raus aus dieser Pandemie. Interessanter Punkt. Herr Strick, wird Sie überzeugen? Medizinisch. Lass uns einmal kurz den medizinischen Aspekt mal beleuchten, weil das ist wirklich ein spannender Punkt. Mir ist aufgefallen, dass Herr Palmer sagte, wahrscheinlich weil er ein kluger Mann ist und weil er viel liest und weil er weiß, was das möglicherweise das immunologische Problem ist. 2 bis 3 Mal, sagte er. Weil das ist ja die große Frage. Wie weit geht das? Ich höre Leute, die sagen, pass auf, ich möchte hier kein Impfabo gewinnen. Ich möchte schon gerne wissen, was mit meinem Körper passiert. Ich erlebe Leute, zum Beispiel auch der Umgang mit Johnson & Johnson Geimpften, das sind glaube ich 3,5 Millionen Menschen, die plötzlich quasi über Nacht, erratische Kommunikation, plötzlich nicht mehr vollständig geimpft sind. Dann nochmal hingehen, sich boostern lassen und um dann, also auffrischen lassen und um dann vollständig geimpft zu sein, also auch geboostert zu sein, noch ein drittes Mal sich impfen lassen müssten. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit kriegst du immer wieder diese Spritze in den Oberarm. Macht das medizinisch Sinn? Ist das nicht sogar gefährlich? Also das politische und emotionale Argument dabei, eine Impfpflicht zu haben, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Also die Lage wäre einfach auch gefühlt eine andere,
hätten wir jetzt alle durchgeimpft. Wir können dadurch aber nicht die Pandemie wegimpfen. Das sehen wir ja sehr deutlich auch mit den Variantenentwicklungen. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder eine Welle haben. Und wenn man es rein von den Varianten und immunologisch betrachtet, Machbarkeit ist dann nochmal eine ganz andere Frage, impfen wir im Moment ja gegen eine Variante, die es gar nicht mehr gibt, die Wuhan-Variante. Mhm. Und wir haben ja Alpha bis Omikron, ziemlich viele Varianten mitgemacht, wo wir eigentlich gar nicht mehr eine richtige Schutzwirkung haben. Ein Fehler in meinen Augen in der Kommunikation war von Anfang an zu sagen, wir haben einen Schutz vor der Infektion, es ist ein Fremdschutz, wir schützen, kriegen eine Herdenimmunität, das haben wir ja nicht. Es ist ein Eigenschutz und der einzelne Person schützt sich selber, macht was zur Gesundheitsvorsorge. Und schützt damit das System vor Überlastung. Das ist aber eine andere Frage. Und wenn das Argument ist, wir schützen das System vor Überlastung, dann ist für mich die politische Frage dahinter, warum setzen wir da denn eigentlich nicht an, dass wir das System der Überlastung nicht in den Griff kriegen? Wir wissen doch schon seit sehr, sehr lange, dass wir ein Personalproblem haben, dass wir ein enormes Problem im Gesundheitswesen haben. Und das ist ja eigentlich das Argument dann, was angepackt werden muss. Aber ich glaube, was für mich eigentlich auch ein Hauptargument ist, diese Impfpflicht kritisch zu sehen, ist gar nicht die Schutzwirkung und Schutzdauer und wie oft man geimpft werden muss, sondern ist eng verbandelt mit dem genesenen Status. Wir behandeln den sehr stiefmütterlich, obwohl wir eigentlich von den Studien her wissen, dass es im Durchschnitt Reinfektionen nach rund 300 Tagen auftauchen, kann natürlich auch früher mal kommen, aber alle, die genesen sind, einen sehr, sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf haben. Und eine Reinfektion, zumindest von den Studien bis Omikron, die man überblickt, eigentlich sehr selten im Vergleich zur Infektion nach einer Impfung auftritt. Sodass wir den genesenen Status eigentlich den Impfstatus gleichsetzen müssen. Also eine Gleichstellung vom genesenen Status und Impfstatus. Und das ist doch jetzt ein total interessanter Punkt. Was haben wir gemacht? Wir haben den genesenen Status praktisch, und zwar einfach durch Mitteilung auf einer Homepage des RKIs, setzen wir den einfach runter. Von 180 Tagen praktisch auf 3 Monate. Während alle anderen Länder rund um uns herum im Wesentlichen bei 6 Monaten bleiben. Und in der Schweiz kann man den sogar verlängern auf 12 Monate. Ich verstehe das nicht. Und ich frage mich manchmal, wie das zusammenpasst. Also wir fordern jetzt eine Impfpflicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich nicht impfen lassen, hat doch auch was genau mit dieser erratischen Kommunikation zu tun. Das versteht doch kein Mensch mehr, warum du genesen bist und plötzlich über Nacht nur noch für 3 Monate sozusagen in Sicherheit bist und nach 3 Monaten eigentlich schon wieder rausfällst aus deinem Schutzstatus. Das kann es doch nicht sein. Aber ich denke, dass der erste Schritt ist erstmal, genesenen Status gleichzusetzen mit dem Impfstatus. Was würde das denn bedeuten, wenn wir die zu Ende bringen können? Der zweite Schritt wäre dabei übrigens auch die Antikörpernachweis zu akzeptieren als Nachweis für genesenen Status, weil wir können ja nicht nur das Spike-Protein nachweisen, wir können Antikörper gegen Spike-Protein, sondern auch gegen das Nukleokapsid und zeigen, ob jemand da wirklich auch einen Immunschutz aufgebaut hat, dass kein Fehler im Nachweis ist, und würde den Antikörpernachweis als genesenen Statusnachweis gleichsetzen. Ist übrigens bei Masern, wo wir eine partielle Impfpflicht ja haben, auch so, dass man Antikörpertiter nachweisen kann. Und dann würde ich erstmal eine Studie durchführen und die Frage stellen, wie viele in Deutschland haben eigentlich derzeit überhaupt keinen Schutz? Also keine Schutzwirkung durch natürliche Immunität oder Schutzwirkung nach Impfung. Und dann würde man ja erstmal verstehen, wir wissen ja gar nicht, wie viele in Deutschland geimpft sind. Wir reden immer von der Mindestimpfquote, die wir im Moment haben. Einige Studien sagen ja, es könnte 5% sein. Und wir wissen auch nicht wirklich, wer genesen ist. Genau, also und wissen wir nicht, wer Schutz hat. Wir wissen nicht, wer Schutz hat. Und wir wissen gar nicht, über was für einen Prozentsatz in der Bevölkerung wir eigentlich reden, womit wir solche drakonischen Maßnahmen einführen wollen wie die Impfpflicht. Also ich habe die Sorge, wir rennen da etwas hinterher, um etwas durchzupeitschen, eine Impfwunschquote, wo keiner mehr sagen kann, wo die eigentlich sein soll. Aber im Grunde wir vielleicht einen viel höheren Schutz in Deutschland schon haben. Herr Strick, Sie sitzen doch jetzt auch im Expertenrat. Mhm.
Diskutieren Sie das mit den Leuten? Ich meine, Sie sind doch jetzt ganz eng dran an der Politik. Sie treffen ja auch diese Entscheidungen mit oder beraten den zuständigen Minister, den Bundesgesundheitsminister. So muss man sagen. Wir haben Verschwiegenheit vereinbart, worüber wir diskutieren. Und der Expertenrat redet eben nur in den schriftlichen Stellungnahmen oder die Vorsitzenden. Wir diskutieren natürlich viele Bereiche. Aber Sie sind ja, Entschuldigung, das sieht ja. Ja jetzt, kriegt ja jetzt hier jeder mit. Ja. Sie sind ja da ganz offensichtlich unterschiedlicher Meinung. Die Entscheidungen treffen ja am Ende die Politik. Und das Robert-Koch-Institut hat die Hoheit, wie ich das verstehe, zusammen mit dem PAI als Oberbehörden. Mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Paul-Ehrlich-Institut, den genesenen Status festzusetzen. Können Sie mir das mal erklären? Wieso haben Österreicher nach einer Infektion 6 Monate gute Zeiten und Deutsche nur 3 Monate? Erklären Sie mir das einmal. Schweizer 12 Monate. 12 sogar. 12, glaube ich, ja, wenn Sie es entsprechend ansuchen. Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum da der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Ländern. Anderes Immunsystem kann es ja nicht sein. Ich kann die Studien zitieren. Da gibt es sehr viele, auch sehr gute von der CDC in der Prä-Omikron-Ära. Wir haben einen Chart sogar vorbereitet. Haben wir heute in der Redaktionskonferenz länger darüber diskutiert. Das ist genau das, worauf Sie anspielen. Genau, das ist eine sehr gut gemachte Studie aus den USA. Ja, man muss dazu sagen, das ist aus der Delta-Zeit. Genau, also es ist vor Omikron. Ne? Ja. Und man, die dunkelblaue sind die Ungeimpften. Also man sieht, wie die Fallzahlen, also die Wahrscheinlichkeit der Infektion, um das mal vereinfacht darzustellen, nach oben schießen. Und unten die... Es ist die Hospitalisierung, ne, soweit ich weiß. So habe ich das verstanden. Also die blaue Linie ist sozusagen die Leute, die im Krankenhaus landen, völlig ungeimpft und auch noch niemals infiziert. Ja. Also praktisch völlig ungeschützt. Genau, und die gestrichelte dunkelblaue da unten, die man da sieht, das sind die Geimpften, die Hospitalisierung bei den Geimpften. Mhm. Darunter sind noch 2 weitere Studien, einmal ungeimpft mit vorheriger Infektion, also sogar besserer Schutz in der Vor-Omikron-Zeit vor einer Infektion als die Impfung. Und weiter da drunten ist es, nämlich das zeigt diese Studie auch, dass der beste Schutz eigentlich entsteht. Man ist geimpft und hat dann noch mal eine Infektion oder andersrum. Genau. Studie ist deswegen wirklich bemerkenswert, weil sie zeigt, wie gut der Schutz von jemandem ist, der einfach sich irgendwann auf natürlichem Weg infiziert hat. Ja. Und man muss aber ganz klar sagen, man möchte nicht dafür werben, sich zu infizieren. Man sieht ja, wie gut der Schutz ist auch nach einer Impfung. Ja. Aber wir haben einfach Bürger, sie wollen sich nicht impfen lassen und haben sich wahrscheinlich infiziert und wollen sich deswegen zum Beispiel auch nicht impfen lassen. Und man sieht zumindest, dass da ein guter Schutz vorhanden ist. Wären Sie denn für die Impfpflicht, wenn man die Genesenen von der Impfpflicht ausnimmt, was ja total logisch ist nach den Daten? Nach dem Charter, ja. Das ist am Ende eine noch mehr politische Frage, weil es ja um wirklich einen sehr kleinen Anteil in der Bevölkerung gehen wird dabei. Ich kann es nicht einschätzen, wie viele das am Ende sein werden. Da es sich um einen Eigenschutz handelt, also wirklich der Schutz einer Gesundheitsvorsorge, bin ich da kritisch, weil wir das auch nicht bei anderen medizinischen Themen machen, also im Rauchen, schlechtes Essverhalten oder Ähnliches. Ich weiß, ich bewege mich da auf einem schwierigen Terrain, aber die Gesundheitsvorsorge wurde immer in Deutschland als sehr was Persönliches angesehen und nicht etwas, was von außen angeordnet wird. Also ich finde es total spannend, weil ich in 2 Jahren dieser Pandemie immer froh war, Sie im Fernsehen zu sehen, damit das Panikorchester nicht ganz so laut spielt. Und es ist das erste Mal, ja, es hat sich ja nachher auch gezeigt, er wurde lange diffamiert. Ja, macht er ja auch heute nicht. Da gab es Spiegel-Stories, die waren nur zur Vernichtung gedacht. Und jetzt sehe ich das. Und jetzt sitzt er wieder im Expertenrat und ist zum Glück wieder anerkannt worden. Das finde ich erstmal toll, dass sowas möglich ist, so eine Rehabilitierung. Und jetzt sind wir mal da einfach verschiedener Meinung. Ich glaube, das liegt aber an der Perspektive. Ich kann das wissenschaftlich alles nachvollziehen, was Sie sagen. Wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe, dass das logisch ist, was Sie sagen, aus der wissenschaftlichen Sicht. Aber für mich als Pragmatiker, der sich fragt, wie geht es der Stadt im nächsten Herbst, wie kriege ich meine Innenstadt gerettet vor der Schließung durch Amazon. Ich brauche jetzt eine Lösung und kann nicht noch ein halbes Jahr warten, bis Sie die nächste Studie gemacht haben. Und ich glaube, die Leute halten es auch nicht mehr auf. Und ich will Sicherheit vor der nächsten Schulschließung und dem ganzen Zeug, was da immer mit verbunden ist. Und da habe ich pragmatisch den Eindruck,
dass dieses Argument, was uns die Lockdowns bringt, nämlich wir müssen die Krankenhäuser vor Überlastung schützen, dass das erledigt ist, wenn alle grundimmunisiert sind. Weil wir 80-90% Schutz vor Hospitalisierung, vor Krankenhausaufenthalt bei allen bisher aufgetretenen Varianten hatten. Und das hätte ich jetzt gern. Und dann möchte ich Schluss machen mit dieser Überbürokratisierung, wo Sie jetzt fragen, wieso gilt der Impfstatus 3, 6 oder 12 ja. Monate. Das versteht kein Mensch mehr. Und das muss irgendwann einfach mal aufhören. Und deswegen sage ich, jetzt muss es mal mit der Impfpflicht klargezogen werden. Ich kann auch den politischen Aspekt da vollkommen nachvollziehen. Wir haben nur bei den Grundvoraussetzungen für die Impfpflicht, für die anderen, wo wir mal eine Impfpflicht hatten, wie bei den Pocken oder partielle Impfpflicht bei den Masern, da haben wir ja eine ganz andere Schutzwirkung. Da geht es ja einmal darum, wir können Virus ausrotten. Theoretisch können wir Masern ausrotten, Pocken haben wir ausgerottet. Und wir haben mit zwei Impfungen haben wir einen kompletten Schutz vor der Infektion und damit kriegen wir auch eine Herdenimmunität hin. Und aber die Viren haben noch nie die Systeme bedroht, weil die verbreiten sich halt nicht so gut. Pocken war, das war vor unserer Zeit, ja, aber das Zeit. War schon es gab doch keine Intensivstation, oder? Herr Günther, wenn Sie das hören, auch wenn Sie dieses Chart jetzt hier beispielsweise sehen, können Sie denn nachvollziehen, dass Leute skeptisch werden und sagen, wieso soll ich mich impfen lassen? Wieso treffen die so willkürliche Entscheidungen? Wieso sagt einfach jemand über Nacht, die Frage an Herrn Strick kann auch er nicht wirklich beantworten, über Nacht sozusagen wird der Genesenenstatus einfach von 6 Monaten auf 3 Monate reduziert? Oder andere Geschichte, habe ich dieser Tage mit Manuela Schwesig diskutiert, die sagte, Boostern gilt sozusagen ab sofort als vollständig geimpft. Das heißt, du lässt dich boostern mittags und kannst abends ins Restaurant. Nach allem, was ich medizinisch verstehe, macht das wirklich absolut keinen Sinn. Der Boosterschutz ist erst nach wie vielen Tagen aufgebaut? 7, 8, 9, 10 Tagen. 14 das heißt, hieß es immer, ne? Ja, zwei wie Wochen auch immer, eigentlich. Ne? Sagen wir mal grob 2 Wochen. Also was auf jeden Fall nicht geht, ist sich mittags boostern lassen und abends dann vollständig geimpft im Restaurant sitzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, auch da wieder erkennbar für die Leute, das ist eine rein politische Entscheidung. Da geht es offensichtlich nicht in erster Linie um Gesundheit. Da geht es darum, sozusagen einen Trigger zu setzen für eine Impfung. Und dann wirst du quasi belohnt mit so einem komischen Kuhhandel. Das funktioniert doch nicht. Das spüren die Leute doch, diese Widersprüchlichkeit. Naja, aber alle Entscheidungen sind ja am Ende politisch. Und es sind immer Abwägungsentscheidungen, die man treffen muss. Deswegen war ich auch immer der Auffassung, immer nur die virologische Sicht ist auch nicht richtig. Deswegen haben wir in unserem Expertenrat in Schleswig-Holstein auch immer Psychologinnen, Volkswirte, Krisenforscher mit dabei gehabt, weil am Ende ja auch das Thema Akzeptanz eine große Rolle spielt. Ich sag mal, wenn man nur virologisch guckt, hätte man in bestimmten Phasen auch immer entschieden, die Leute dürfen sich alle überhaupt nicht treffen. Schulen dicht war großer Infektionsherd ja in einigen Settings, wenn man keine Maskenpflicht gehabt hat. Wenn man nur virologisch raufguckt, hätte man die Entscheidung anders getroffen, als wenn man sagt, vielleicht ist es aber auch wichtig, dass Kinder sich treffen. Und so muss man bei allen Entscheidungen, die wir im Moment dort treffen, immer auch eine politische Komponente eine Rolle spielen. Und natürlich will man auch gewisse Anreize dabei auch setzen. Und ich finde es auch richtig, dass man Leuten sagt, die sich 2-mal geimpft haben, ihr könnt diese Testpflicht umgehen, wenn ihr euch boostern lasst. Mag sein, dass virologisch das nicht perfekt entschieden ist, aber es ist ein Anreiz, dass sich Leute boostern. Und das hilft in dieser Situation auch in der Pandemiebekämpfung. Und das, finde ich, muss man dabei eben auch immer berücksichtigen, dass wir die Gesellschaft mitnehmen müssen. Und Herr Lanz, ich gebe Ihnen vollkommen recht, diese Entscheidung des genesenen Statuses, mal über Nacht den Leuten zu sagen, ihr verliert den gerade, geht natürlich in der Pandemie überhaupt gar nicht. Das kostet natürlich Vertrauen. Das meine ich doch. Aber ich glaube schon, dass das, ich sag mal, jetzt auch nicht aus dem hohlen Bauch heraus entschieden worden ist, sondern Karl Lauterbach hat auch in der Ministerpräsidentenkonferenz auch noch mal gesagt, das ist nach wissenschaftlicher Expertise so, dass sie wirklich sagen, 3 Monate ist der richtige Weg. Jetzt machen wir darüber streiten, warum regeln andere Länder das anders. Aber ich meine, das sind ja nun auch 2 renommierte Institute, die das sozusagen auch fachlich in der
Situation entschieden haben. Trotzdem ist das kommunikativ eine absolute Katastrophe, sondern man braucht eine Vorlaufzeit, damit Leute sich auch darauf einstellen können. Jetzt lasse ich mich impfen, um sozusagen auch den Status entsprechend zu erhalten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem will ich vielleicht auch noch mal sagen, weil Herr Palmer ja gerade eben auch noch mal seine politische Sicht der Dinge gesagt hat. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger mit meinem grünen Koalitionspartner in Schleswig-Holstein bekomme, weil ich fand, das war alles politisch so, dass ich das unterschreiben kann. Man kann jetzt darüber streiten, ob das über 50 richtig ist. Wenn man in der CDU ist, darf man mir noch zustimmen, ohne Ausschlussforderung genau, zu diskutieren. Genau, das ist auf jeden Fall. Deswegen bin ich jetzt mal mutig in dem Fall und unterstütze das auch. Denn ich glaube zwar, dass man diesen Paradigmenwechsel nicht in der Geschwindigkeit vollziehen kann. Also jetzt mal einfach zu sagen, pass mal auf, wir schließen jetzt die Impfpflicht. Die Bürger sehen das ja, ja, wenn ich das ganz kurz einhaken darf. Darf ich mal ganz kurz die Gedanken zu Ende? Und dann Sie zu Ende. Weil ich finde es genau richtig, diesen Wechsel sozusagen in eine Impfpflicht ersetzt sozusagen diese ganzen Maßnahmen. Ich glaube, dass das richtig ist. Also Sie würden es so machen wie Herr Palmer? Ja, ich glaube bloß, dass man das nicht von heute auf morgen machen kann, logischerweise. Aber von, weil der, Idee her, von der Idee her finde ich das absolut richtig. Alles aufheben, perspektivisch. Genau, genau. Und das Einzige, was es noch gibt, ist eine Impfpflicht. Richtig. Und ich glaube, dass, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, man muss immer abwägen, welchen Grundrechtseingriff man hat. Und im Moment ist es so, dass wir doch erheblich in die Rechte von Menschen eingreifen, ja, indem wir Leuten teilweise Berufsverbote ja auferlegen. Und deswegen meine ich ja immer, da wird immer so drüber hinweggeredet, haben wir uns irgendwie in 2 Jahren völlig dran gewöhnt, dass ganz viele Sachen verboten sind. Aber der einzige Schlüssel sozusagen dauerhaft auf diese Maßnahmen zu verzichten, wenn wir jetzt eine Impfquote durch eine Impfpflicht in einer noch höheren Größenordnung hätten, dann bräuchten wir diese einschränkenden Maßnahmen überhaupt nicht. Und ich finde schon richtig, dass man sich nachher medizinisch sozusagen daran orientiert. Und wenn, ich sag mal, die Bevölkerung ohnehin schon so gut immun ist, dass man sich nicht immer wieder auffrischen lassen muss und die Medizin uns das sagt, ja, dann muss man natürlich auch sich nicht mehr verpflichtend impfen lassen. Mhm. Aber wenn das Virus sozusagen sich immer weiterentwickelt und so wie Grippe-Impfstoffe ja auch immer neu sozusagen weiterentwickelt werden, wird es vielleicht aber auch notwendig sein, dass so eine Auffrischungsimpfung immer wieder erfolgt. Wenn das notwendig ist, um sozusagen das Gesundheitssystem im Griff zu halten, finde ich, ist das dauerhaft der bessere Weg, über eine Impfpflicht das zu machen, als im Herbst den Leuten immer wieder zu erklären, wir müssen jetzt das Gesundheitssystem schützen und jetzt wird sozusagen wieder alles an der Stelle dicht gemacht.